Aachener Karneval ist ein Lebensgefühl, das 100% der Aachener haben. Also echter Öscher Fastelovend besteht vor allen Dingen aus Urtümlichkeit und dass man alte Öscher Lieder singt, die es auch so nirgendwo anders gibt. Originalität. Der Aachener Karneval ist ein Stück Heimat, er ist ein Stück Regionalpolitik und einfach die Weltoffenheit und das offene soziale Wesen, was die Aachenerinnen und Aachener haben. Der Aachener Karneval ist auch ein Stück weit ehrlich. Und das gefällt mir. Der muss nicht immer Party sein. Und das ist Öscher Fastelovend. Ein echter Öscher, der an der Pau geboren ist, der kann echten Öscher Karneval feiern. Heini Merz. Und der Saal tobt schon. Einer der besten Bühnenredner, die wir hatten. Meine Damen und Herren, Sie sehen den Bericht aus Bonn, heute ausnahmsweise mal aus Aachen. Mehr Öscher jedne. Hey, das ist mich zu eng. Das ist typisch. Hey, Kinder, also ehrlich. Dann das Hütchen auf die Bewegungen und jetzt an das Mikro. Also das ist ja furchtbar da drin. Der Druck von rechts, der Druck von links. Aber am schlimmsten ist ja der Druck von oben. War ein toller Büttenredner, der einen tollen Aachener Ton drauf hatte und immer mit seinen Händen gestikuliert. Einzigartig. Ja, der war cool. Kein Spielraum. Jetzt kann ich auch verstehen, warum so viele Sendungen im Fernsehen so beschränkt sind. Ja, er war schon dieses Urgetüm oder der Urisch-Aachener Karnevalist. Einen unheimlich guten Mutterwitz, sehr schlagfertig, wirklich was zum Lachen. Unser lieber Friedrich Nowotny, ein Dreifachkräftiges Hibib! 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 Jawohl! Und die Creme de la Creme, der Ritter, hat sich ja zu seinen Ehren eingefunden. Jetzt spricht er hier natürlich so Öscher-Slang, halben Slang. Also die übrigen Auftritte waren natürlich alle in Öscher-Platt. Und jeder verstand das komischerweise damals, sein Öscher-Platt. Unser Bauernpräsident, Träger des goldenen Bundschuhs, der Florian Jeier des 20. Jahrhunderts. Der hatte Talent aus der Seele raus. Das war Talent, das konntest du nicht lernen. Ne? Das musstest du einfach haben. Ne? Seine Vorfahren haben noch Schulter an Schulter mit Jötz von Berlichingen gekämpft. Drängelhemd immer was Spark, ne? Schrot und Doppelkorn. Ja, dafür war er bekannt. Eine Flasche Korn musste immer im Quellenhof auf seinem Zimmer stehen. Wir sind ja froh, dass er gekommen ist. Heini Merz, die aus meiner Sicht die Urgestalt des Öscher Büttenredners. Und ich habe eben mit ihm gesprochen, er hat ja Sorgen. Sagt er, zwei Dinge plagen meine Landwirte. A, die schlechten Erträge und B, die langen Lieferzeiten von Mercedes. Meine lieben Herren und Damen, das sind die... Ist das der Jules Peters da? Ja. Und ich glaube, sie reiten noch eine Ehrenrunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Lied des AKV, wir tanzen mit dem Metscher. Halleluja! Ja, das sind Denkmäler, die drei Atömchen. Meine Eltern hatten die Schallplatte von denen und die lief bei uns dann zwei Monate lang von Anfang Januar bis Aschermittwoch. Und ich kann fast jedes dieser Lieder auswendig. Halleluja, sprechen wir mit dem Menschen.
Das Tolle ist ja, dass sie alle immer Lieder hatten, die eigentlich jeder Aachener und jede Aachenerin im Schlaf mitsingen kann, die irgendwie auch nur mit Karneval in Berührung kommen. Ist eigentlich schön, dass sich so ein Lied 40 Jahre hält und noch länger. Die waren immer up to date, habe ich immer gerne gesagt. Die waren am Puls der Zeit. Eine Stimmung, aber auch im Gepäcknetz oben. Also die standen auch im Gepäcknetz auf der Etage im Eurogress. Tanze mit dem Metscher, Halleluja. Singe mit dem Metscher. Die Zureisten, die konnten zum Teil gar nicht mitsingen. Die waren aber so emotionalisiert von dem Singen, dass sie aufstanden, sogar klatschten und versuchten mitzusingen. Ne? Ja, da kommt er wieder aus der Puppenkiste. Das ging auch ans Herz und man sieht auch den Dreien an, dass sie richtig Spaß haben. Das sind also nicht nur Profis, sondern die haben auch da richtig Spaß und die Stimmung geht von ihnen in den Saal und umgekehrt. Da sitzt der Johannes Rau noch, der ist auch in Stimmung. Also das will schon mal heißen, eine Wuppertaler in Stimmung zu kriegen. Oh, die roten Anzüge. Unsere Frauen waren begeistert, wie wir die haben machen lassen. Trotzdem bleiben die schwarzen Fliegen. Kein Motor stehen. Da könntest du heute drei Mann mit einkleiden, aus Samt noch. Was war der Dieter da noch schön jung? Da waren wir schon die alten Böcke. Staat ein Auto hat. Wenn der Dieter nach Hause kam abends, der war klatschnass, der Hosenbund war nass, der Anzug war nass und jedes Wochenende, dass der Reinigung immer sagte, der fällt bald auseinander, so habe ich noch nie so einen Anzug so viel gereinigt wie dem, weil der immer nass war. Kinder, 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 und wie lange ist das her, wenn die wüssten, was heute Auto kostet und der Sprit, würden sie nur noch weinen auf der Bühne. Kinder, 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 man meldet sie immer zu. Aber die waren wirklich so gut, die konnten sich selbst Autogramme geben. Ne? Das haben sie, glaube ich, auch in der Öscher Society vielfach getan. Ne? Eine Strophe über die Geisel des Autofahrers. Kennst du die dufte Puppe aus der... Also das ist der Politessensong. Puppe, die man Politess hier nennt. Kennst du die süße Biene mit der Tögerdiene, die durch unsere Straße... Ich glaube, ich kannte die Lieder eher auswendig als sie selber, weil ich sie immer tippen musste, wenn sie entstanden waren. Zu Haus, dann komm ich... Ohne Knöllchen, ohne Protokollchen aus der Innenstadt. Schön war auch immer die Proben, wenn sie bei uns waren, war immer abwechselnd. Die probten im Keller und dann saß ich im Wohnzimmer mit solchen Ohren. Denn was die zwischendurch dichteten, was man nicht brauchen konnte, das war viel schöner noch. Walter 7. Den man insgeheim auch immer das vierte Atömchen genannt hat, weil er sehr oft bei den letzten Schallplatten immer mitgesungen hat. Ne, und da greifen sie Lieder auf, die die Kinder schon gesungen haben in der Schule, die wir alle, wie wir aufgewachsen sind. Und wenn man da sitzt und die treten vorne auf der Bühne auf, dann macht man einfach mit, weil jeder sich angesprochen fühlt, der da sitzt. Die haben sich wirklich hervorgetan darin, dass sie Öscher Liedgut über Jahrzehnte hinweg den Leuten angeboten haben. Das ist eigentlich genau Fastelovend, Öscher Fastelovend. Sie waren die ersten großen Namen im Aachener Karneval, die für mich persönlich von Bedeutung wurden. Ne? Mit der Frau Kranzer.
Da waggelt das Ganze. Das wäre heute MeToo oder sexistisch, da waggelt das Ganze, weil man ja schon weiß, was das Ganze ist. Ein fahrendes Vertigo. Zwei Spüren, ein Schwamm. Das sind die Uröscher-Liedchen. Auch was zum Schunkeln. Heute ist es ja vielfach so, dass alles so Hauruck und im Mallorca-Style, Hauruck nach vorne. Aber das ist das gemütliche Aachen. Das ist das Aachen des Schunkelns und der Weinseligkeit, der Bierseligkeit. Hat auch was für sich. Das waren noch Zeiten, wo das für ein Ehe reichte. Vertigo, Stühle und Schrank. Wenn man die Lieder so hört, das hat den Menschen auch wieder Auftrieb gegeben in den 50er und 60er Jahren, auch nach dem, was viele erlebt haben. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, haben die Leute damals einfach viel mehr Spaß am Mitsingen gehabt. Ja. Das ist heute irgendwo verloren gegangen, habe ich den Eindruck. Wenn der nach Hause kam, der konnte nicht sofort ins Bett. Da sagte er immer, ich höre immer noch. Das macht doch einfach nur Spaß, wenn man das sieht. Das närrische Publikum aus Aachen. Sehr gute Jule. Bedankt sich bei unseren Lokalmatadoren. Ja, ist der richtige Ausdruck, Lokalmatadoren. Das waren sie. Zugabe natürlich, natürlich. Also noch eine Ehrenrunde. Liebe Freunde, so wie es sich gehört, wir haben festgestellt, auch dieses Jahr wurde in Aachen zu wenig Öscherblatt gesprochen. Und das ist fast 40 Jahre her, da kann man sich vorstellen, wie das Thema sich verändert hat. Man könnte sich hören wie in Babylon, ja. Die erste deutsche Stadt, ja. Willst du alle Sprungen, wenn ihr richtig... Wo hört man heute noch Öscherblatt, wenn man durch die Stadt geht, ne? Und ich glaube, wenn wir tot sind, unsere Generation, dann wird es noch weniger werden. Seht ihr die Bewegungen? Dann ist Augsburger Puppenkiste. Der hängt an Fäden, ich sag's euch. Stadt. Thema so aktuell, vielleicht so ja aktueller als früher, der Dialekt, der ja inzwischen fast ausgestorben ist im normalen Umgang. Sie wurden anmoderiert, da wurden nur gesagt, die drei Atömchen und das Eurogast stand. Guten Abend zusammen. Ach, Kita. Wisst ihr schon das Neueste? Ich habe Jubiläum. Die Grande Dame des Aachener Karnevals. 25 Jahre Klofrau bei und absolut ursprünglich, so wie sie da ist. Im Gesang, auch bei den Wortbeiträgen, ein unerreichtes Original und im Privatleben 1:1 so. Eine Freikarte gekriegt. Wenn ich könnte, ich würde sie jetzt sofort am liebsten umarmen. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Frau. Sie hat mir auch damals den Text zu meinem Lied Tanze mit dem Mädchen Halleluja umgeschrieben. Das war toll, ganz tolle Zeit. Wir sind zusammen aufgetreten. Aber der Konstantin von Heeremann, der gießt mir immer Wacholder ein. Da kriege ich sie hinterher nicht mehr gekramt. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Bleib ich. Der rote Faden, Schnaps und Konstantin von Heeremann. So ist der Begriff Bauernkorn entstanden. Die Gitta von den Domgrafen bis zur Einzelkämpferin, ne? Die hat
50 Jahre Bühnenerfahrung. Ich erinnere mich noch, wie sie mit Rückenschmerzen, mit großen Altersproblemen Mitte 80 auf der Bühne gestanden hat, in den Altenheimen und den Leuten Freude gemacht hat. Das war ihr Lebenselixier, anderen Freude machen. Ne? Gitta Haller, völlig unvergessen. Ne? Wer zu viel spricht, dem glauben nicht und sag ihm Lachen ins Gesicht. Oh, sag mir das noch einmal, dann glaube ich es dir. Du kannst so reizend lügen, darum gefällst du mir. Wäre die Gitta in Köln gewesen, dann wäre die wahrscheinlich als Millionärin verstorben. Ja klar, das Thema AKV und Frauen, die mussten ziemlich lange warten. Es hat 38 Ordensträger und ebenso viele Jahre gedauert, bis 1988 Gertrud Höhler erste Ritterin wurde. Sag mir das noch einmal, dann glaube ich es dir. Du kannst so reizen. Und nach den Ritterinnen 2 und 3 war es dann fürstlich. 2008 wurde Gloria von Ton und Taxis auch wieder in einer bemerkenswerten Sitzung der Orden wieder in Kirchen Ernst überreicht. Ich bin bei der Fürstin der Freund des Hauses. Wohlgemerkt der Freund des Hauses, nicht der Hausfreund. Oh, sag mir das noch einmal, dann glaube ich es dir. Du kannst so reizend lügen. Nein, du brauchst als Frau nicht einen besonderen Mut, um auf die Bühne zu gehen. Du musst dein Ding machen. Das hat eine Gitta Haller ja gezeigt. Mach dein Ding. Das muss aus dem Herzen kommen. Dann ist es egal, ob du Mann oder Frau bist, ob Kind oder Greis, jung oder alt. Dann gehst du auf die Bühne, dann machst du. Elferräte, Rittersleut, Faschingsbräute, Frauen. Das ist natürlich eine Bewegung innerhalb des AKV gewesen, die damit begann, dass man zum ersten Mal eine Frau zum Ritter machte. Und punktgenau steht hier als Ritterin eine Frau. Denn immer wenn es Trümmer gibt, sind Frauen plötzlich sehr beliebt. An dem Tag haben wir so viel geraucht, an dem Tisch, da rauchte man ja noch in den Sälen, dass ich dann beschlossen habe, nie wieder eine Zigarette anzupacken, weil ich dachte, mir kommt der Rauch aus den Ohren raus. Hier, das ist immer mit dem AKV verbunden, deshalb kann ich jedem sagen, wann habe ich aufgehört zu rauchen. 1994 war das. Sagt, soll ich's hier und heute wagen, diese Kugel zu befragen? Das habe ich mir gedacht. Den Helmut Kohl. Die Damen haben natürlich auch das Bild an sich sehr viel smarter rübergebracht als die meisten Herren. Das ist, was ich nicht genau sehe. Aber das merkt man natürlich. Renate Schmidt ist eine Fränkin. Und Franken, die haben so ein bisschen auch von der, sagen wir mal, ein bisschen von der Lebenslust auch der Aachener. Ne? Man hat ja so bestimmte Gegenden in Deutschland, die uns so ein bisschen nahe kommen, einfach in einer etwas lustigeren, lockeren Art miteinander umzugehen und aufeinander zuzugehen. Oh, wenn der das nur sehen könnte, wie sehr ich ihm den Blick doch gönnte. Auf 2094, Schwestern, glaubt mir, es ist einzig. Im Elferrat, da sind nur Frauen, die Männer üben zuzuschauen. Eine Kanzlerin macht dann die Liste, ich sehe nur Mädels auf der Piste.
Ja, es gab nicht so viele Ordensritterinnen, aber die, die da waren, egal aus welcher Partei sie waren, Renate Schmidt von der SPD oder Julia Klöckner dann von der CDU, das Thema, was ist mit Frauen, wie ist die Beteiligung von Frauen, war immer Thema. Jetzt kommt das nächste Denkmal, Josef Jumbo Jübschen. Ja, wofür da? Das ist dieses berühmte Lied, was wir 33 Jahre versucht haben zu singen. Wir hatten nochmal den Anspruch, jedes Jahr ein anderes Lied zu singen, das haben wir aber ganz schnell dran gegeben, weil es sowieso keinen interessiert hat, was wir gesungen haben. So schön Schnacks. Ursprung der Öcherseele. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das Jübschen seine schwierige Rolle, die er auf der Bühne spielte, auch im Leben zu spielen hatte. Du stiegst aus deiner Hals nach Sprit und hast ihr sicher so weit. Weiß wie geht. Ich glaube, das kann auch jeder Aachener mitsingen und mitsprechen, diese ganzen Auftritte. Ich glaube, das kann man immer wieder hören, da kann man auch immer wieder drüber lachen. Mann, ja, wenn er besser ins Also, wo ich erfahren habe, dass Hubert Krott verstorben ist, das hat mich sehr tief berührt, auch mitgenommen, weil ich daran meine Jugendzeit und meine Kindheit noch vor mir sehe, wo ich mit Hubert viele Sachen gemacht habe. Immer das Schlusslied. Hubert hat immer gesagt, du kannst mich nachts um 4 Uhr wecken, kommen, dann fange ich an, das Lied zu singen. Die kann man einfach nicht ersetzen, die drei. Ja. Yeah. Hast du gehört, der Orden heißt wieder den tierischen Ernst. Kannst du mir mal sagen, was du für ein Gesicht machst? Ja, das ist wie eine Marie ist da. Wie Marie? Hast du wieder Krach, Ärger mit der Marie? Nein, sie will allein in Urlaub fahren. Ach, allein? Ohne dich? Ja. Aber das ist doch kein Grund, so ein Gesicht zu machen. Ja, sicher, sonst fährt sie doch nicht. Ach, gibt's. Wir hatten noch manchmal Probleme damit, dass er dieses Gesicht machen musste, weil er es selber nicht schaffte. Und dann meistens schon bevor die Pointe kam, die Gesichtszüge entgleisten. Ja, da heißt er ja genauso wie das Papier, wo ich mir immer der Butterbrotens drin einpacke. Nein. Pergamon, oh, habe ich rollenweise zu Hause. Pergamonpapier. Nein, Jübschen. Jübschen, das Papier, wo du deine Butterbrote einpackst, das heißt Pergamentpapier. Genau. Jupp, da verwechselt. Grandiose Idee, so daraus, aus dieser Nummer, ja, das Verwechseln von Begriffen, eine Bückenrede zu machen. Auch immer typisch, Spiel mit Fremdwörtern. Hier jetzt Pigment, Pergament, Permament. Auch genau ausgeklügelt, das Wortspiel. Ich muss nach Urwald laufen und die Leute mit Glasrohr kaputschen. Das ist absolute Spitzenklasse. Die Männlein, von denen du redest, die heißen Pygmäen. Nun blamier dich bitte nicht, Jan. Wieso? Also, meine Damen und Herren, der Jupp interessiert sich nicht so sehr für Sport. Aber ich guck mich jedes Jahr den Tour de France an. Und da kannst du sehen, wie sie mit die Fahrräder... Ah, jetzt Pyrenäen. Herrlich. Und der Jan Ulrich ist auf einer Pygmäe gestoßen. Wenn man die noch mal hören könnte, würde man eine Pilgerfahrt nach Kevela machen. Um das noch mal zu erleben. Ja. Pyrenäen habe ich vor 2 Jahren mit der Marie vorgestanden. Es war schwer, so oben rauf. Ich lauf in Ägypten. Wo? In Ägypten. Die Cheops-Pyrenäe, die größte Pyrenäe, die dabei ist. Auf die Ideen muss man erst mal kommen. Aber das haben die drei grandios hinbekommen. Und Hubert Krott hat da mit solchem Ernst die Nummer verkörpert. Das waren nicht die Pyrenäen. Du hast vor den Pyramiden gestanden. Du bist ein Ferkel, Jupp. Bitte? Wieso? Ach, das sind doch die knubbeligen Pfoten, die man hat, das weißt du doch jetzt. Jübschen, bitte. Ist nicht auszuhalten, Jübschen, was du da erzählst. Davon die Knubbeln, von denen du redest, das sind Hämorrhoiden. Hämorrhoiden? Guckst du keinen Wetterbericht? Jeden Tag sagen sie, schlechtes Wetter von den Hämorrhoiden. Da kommt das her. Jübschen. Jawohl. Die sagen, schlechtes Wetter von den Hebriden. Das war nicht nur sozusagen... Bühnenauftritt, das war gelebter Karneval, was die gemacht haben. Ne? Oder wie heißt das Pferd? Shetland heißt das Pferd. Shetland, genau. Das ist doch nicht zu glauben. Jübschen, könnten wir uns vielleicht darauf verständigen, dass du besser nur bis Berlin fließt und nicht bis nach der Shetland? Jo, das kann ja nichts geben. Ich hab doch mit der Pergament ja nicht angefangen. Ach, woher? Dann singen wir das. Sie waren super gut und haben es deshalb geschafft, gegen die große Konkurrenz, vor allem aus Köln und auch Mainz, anzukommen.
obwohl sie überhaupt keinen wirtschaftlichen Hintergrund, null Management, gar nichts an Unterstützung hatten, einfach weil sie das waren, was sie präsentiert haben, und das war saugute. Du hast alle Prüfungen hinter dir? Ja, das schon, aber es war mich ja so ein kleiner Teilbereich aus dem Gehirn geflutscht, verstehst du? Und dann mache ich eine Nachprüfung, aber nicht schwer. Keine Bank. Bitte, bitte. Was ist dir denn da aus dem Gehirn geflutscht? Das Verkaufsgespräch ist ganz einfach. Das Verkaufsgespräch vom Sidolin. Weltweite Bedeutung bekommen, ne? Müsste man eigentlich mal ein Denkmal in Aachen errichten für ihn. Oder für die drei zusammen. Wieso freuen die sich? Ja, die haben gehört Verkaufsgespräch und die wissen ganz genau, da brauchst du nicht mehr für zu üben. Ja. Jeder weiß, was ein Verkaufsgespräch ist. Das war so wie für Howard Carpendale Hello Again. Oder für die Beatles Yesterday oder was, Josef Jupp und Jübschen, Verkaufsgespräch. Also ich habe nicht so oft gehört, höchstens so 400.000 Mal. Aber jedes Mal musste man wieder lachen, obwohl man genau wusste, was kam und wo, an welcher Stelle was kam. Aber so dargebracht, vor allen Dingen von Hubert Krott, von Jübschen, musste man jedes Mal wieder neu lachen. Ein Evergreen für alle Zeiten. Weißt du, warum spielen dem mal ein Verkaufsgespräch vor? Dann kannst du dir angucken, dann brauchst du nicht mehr zu lernen. Ja. Das ist für mich wie Dinner for One. Hunderte Mal gesehen und man freut sich immer wieder und man lacht immer wieder. Pimmelingelingeling? Was war da? Das war die Schelle vorne an der Ladentür. Ach, die Schelle, ja klar. Die schönen wir jetzt. Ja. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gerne... Neue Gardinen hätte ich gerne. Gardinen? Gnädige Frau, Sie wissen ja überhaupt nicht, was Sie für ein Glück haben, dass Sie ausgerechnet heute und auch noch zu mir reinkommen. Weil gestern habe ich sie neu reinbekommen, ganz exklusiv Wolkenstors. Wolkenstors? Ja, wunderbar. Oh, das macht mich tierisch. Verkaufsgespräch, Sidolin, unheimlich schwierige Sache, weil... So ein gespielter Witz immer die Gefahr birgt, dass man zwischendurch zusammenbricht. Vor allen Dingen, wenn man sich dieses dumme Gesicht von unserem Hübschen dann immer wieder anguckt. Ist auch oft passiert, aber in aller Regel sind wir unfallfrei da durchgekommen. Ich gerade mit der Josef und machen ein Verkaufsgespräch für dich. Nee, die Frau, bitte gucken Sie noch einmal schnell auf der Wolke. Meine Mutter, die hat sich immer so erfreut, wenn sie die drei Josef, Jupp und Hübschen oder die drei Atömchen oder Gitarre heute, das... war einfach für die immer ein besonderer Genuss. Ein Fläschchen Sidolin. Ja, dann nehme ich das, verstehe ich. Dann nehme ich das Fläschchen Sidolin auch. Schön. Ja, schön. Hast du es kapiert? Ja. Das war wohl, ja. Und jetzt wartete jeder schon. Ja, kein Sidolin war. Und dann kommst du und sagst, gucken Sie sich mal die Fenster. Die Situationskomik, auch die Grimassen dabei. Das ist das Schwerste überhaupt, intelligent sich doof zu stellen. Umgekehrt versuchen und fehlen. Was da drin steckt, das musst du verstehen. Ach, dann ist mir real, wer da drin steckt. Ich hab das verstanden. Jübschen, na komm, wenn du es verstanden hast, schließlich hast du ja auch die Nachprüfung, dann mache den Flow mit der Josef. Ja. Na, will ich jetzt sehen, ob der das kapiert hat. Jo, Josef, kommst du mal bei mich einkaufen, alles klar. Aber dann bitte jetzt auf die Schnelle, der Leute warten wir. Guten Tag. Ha, er hat das Pimmeling vergessen. Du lass doch ihr. Oh, jetzt hat er doch schon das Pimmelingeling vergessen, doch blöd. Da siehst du mal, wie bekloppt der ist. Hey. Da sagt der Jute, Daron ist noch ja nicht da, der hat sogar nicht mehr alle. Hübschen, der ist schon da. Es ist ja schön, dass du auf jedes Detail geachtet hast. Ja, das hab ich auch. Ja, ich merke, da war der Pimmelingeling von der Josef. Hat mit dem Verkaufsgespräch nur überhaupt nichts zu tun. Nee, überhaupt nicht. Völlig. Na gut, Josef, da kommen wir so rein. Ja, shoot, Josef, da kommen wir so rein. Ja, dann auf ein neues. Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Was hätten Sie denn gerne? Ich hätte gerne ein Päckchen Camellia. Ja, los. Ja, der wollte doch Jardinen haben. Ach. Also ich glaube, wenn man von einem Erfolgsrezept oder wie auch immer reden kann bei unseren Gags, dann ist es einfach das, dass wir dem Öscher aufs Maul geschaut haben. Oh, Jardinen wollte haben. Ja, wollte der haben. Gibschen, da hast du ja recht. Aber du hast doch am Montag die Nachprüfung. Ja. So, und wenn du die bestehen solltest, wirst du irgendwann vielleicht nochmal in einem großen Geschäft arbeiten. Ja. Ja. Und in so einem großen Geschäft, da gibt es nicht nur Jardinen. Da gibt es auch Camellia. Kein Mensch glaubt, wie nervös Jübschen vor jedem Auftritt gewesen ist. Ne? Ja, Hanestadt da. Selbstverständlich hast du das nur jedem, du.
Also. Schön, gnädige Frau, dass sie ausgerechnet heute und denn auch noch bei Michel reinkommen. Ich habe eine entzückende neue Kollektion reingekriegt. Happy Weekend. Happy Weekend. Happy Weekend. Bitte schön. Dankeschön, Gott sei Dank. Hören Sie mal. Denn brauchen Sie wohl auch noch ein Fläschchen Sidolin. Jetzt schreit der ganze Saal schon, weil alle wissen, was kommt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Können Sie mich ja mal sagen, was ich denn noch mit dem Fläschchen Sidolin soll? Ja, liebe Frau, Sie wollten doch Camellia, wa? Ja, richtig. Ja, und wenn Sie denn schon nichts mit dem Mann tun können, dann können Sie auch wenigstens das Fenster putzen. Und das Tolle ist, wenn man da reinguckt, dass jedes Mal die alle wieder neu so lachen, als würden sie es zum ersten Mal hören, obwohl das jeder, der zum Aachener Karneval geht, weiß ich, hunderte Male gehört hat, diesen Auftritt. Ja, wer ist doch Herr Lindner? Ach, der Herr, das freut mich, Mann. Ja. Der hat es aber auch verdient, weil der singt doch immer die schönen Lieder. Oder was bitte? Christian Lindner. Und wie hieß der Sänger? Patrick Lindner, genau sowas. Das ist nicht doch Patrick Lindner. Nicht. Nein, das ist doch Christian Lindner. Und der singt auch nicht, sondern der redet. Was so, redet der denn? Ach, was redet der denn? Mein Gott, wenn du mal was öfter de Zeitung lesest. Was tätig? Hübschen lesest. Das ist doch Konjunktiv. Ja. Ah, nicht der Lindner? Nein. Ich versuche noch einmal. Jüppchen, wenn du mal was öfter die Zeitung... Lesen tätest, meinst du? Ja, genau, das ist es. Dann wüsstest aber so, ja, du, dass dieser Herr Lindner sich zu allem und jedem jederzeit äußert. Was tut der? Der äußert sich. Was tut der? Jüppchen, der äußert sich. Schon morgens früh, wenn der aufsteht, das Erste, was der tut, der äußert sich. So ist es. Also, da will ich dir mal sagen, also, wenn ich aufstehe, noch ein Tässchen Kaffee und eine Zigarette, dann muss ich mich aber auch äußern. Also ach, das ist schön. Ja, das war ein legendärer Moment aus den letzten Jahren. Das hätte man ihm vielleicht so auch ja nicht zugetraut. Christian Lindner, der sonst immer so ein bisschen glatter wirkt, mit Hurra, wir leben noch. Das Besondere dabei war, die FDP lag bei 2%, als er mit der Nummer auftrat. Und an einem Abend haben wir dann mal überlegt, ob er auftritt. Und er hat gesagt, er könnte auch singen. Na gut. Er hat dann gesungen. Aber jetzt springen auch langsam, da zieht man gleich die Ersten auf. Der kriegt also wirklich den Saal, der verbreitet Emotionen jetzt, die man ihm so ja nicht zugetraut hätte. Und dann singt er Hurra, wir leben noch. Das passte genau zu der Situation damals. Kubicki, ein Aushängeschild der FDP. Eins von zwei. Das andere steht auf der Bühne. Der Heini Merk sagte immer, die können ihre Mitgliederversammlung in der Telefonzelle abhalten. Für Aachen stimmte das. Also das Lied hätte eigentlich heißen müssen, Hurra, hoffentlich leben wir noch. Die waren also so um die 2%. Die waren also eher aus als im Bundestag. Und das ist also dann durch das Lied sind die praktisch über die 5%-Hürde gesungen worden. Erstaunlich. Das hat ihm keiner zugetraut. Man hat ihm viel zugetraut, aber das nicht unbedingt. Aber das ist natürlich auch ein Zeichen von Selbstironie. Das ist toll, dass er das bringt. Und der Saal springt ja auch voll drauf an. Die Schwächen und der Wille kam zum Ausdruck, dass sie das überwinden wollen. Und er hat auch gesagt, wir sind nicht weg, wir bleiben. Und das ist, glaube ich, auch gut angekommen damals. So selbstverständlich ist das nicht mehr leben.
Das war ja schon für den Liberalen sehr lustig, was er gemacht hat. Sehr witzig, humorvoll. Waren die nicht immer. Und er hat ja den Chor dahinter, das sieht man ja, das sind, die Situation war kritisch. Alle, die damals FDP gewählt haben, die hat man als Chor dann im Hintergrund mit bunte Schäle auf der Bühne geholt. Die Leute wollen alle länger leben, aber niemand will alt werden. Also bin ich zum Doktor gegangen, auch länger leben, sagt er, trinken Sie? Sag ich, nein. Rauchen Sie? Nein. Haben Sie Spaß an Frauen? Sag ich, nein. Sag, wann wollen Sie da länger leben? Ja. Und er war auch ein Original, weil er keine Regieanweisung hielt. Der damalige Regisseur Klaus Schmitz hat sich ja nachher mit ihm überworfen, weil er was aus der Rede rausgeschnitten hat. Und da war Nobby also ja nicht mit einverstanden. Zum Gang, zwei Türen, links Männer, rechts Frauen. Ich gehe durch die Tür für Männer. Wiedergang, zwei Türen, ledig, verheiratet, ich gehe durch die Verheiratetür. Wiedergang, zwei Türen, über 40, unter 40, ich gehe über 40. Wiedergang, zwei Türen, beschwert. Und der größte Fan von Norbert Blüm steht auch auf der Bühne, Norbert Blüm. Wiedergang, wieder zwei Türen, Monatseinkommen unter 2000 Euro, Monatseinkommen über 2000 Euro, ich gehe durch die Tür unter 2000 Euro. Und stehe auf der Straße. Das ist ein Naturtalent par excellence. Und die Ulla Schmidt schüttelt mir die Hand. Ja, Politiker. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Und er nimmt sich natürlich auch in den Figuren, die er spielt, selber ein bisschen auf den Arm. So Millionen schon passiert. Was ja die, ja, schönen Abend noch. Die wenigsten wirklich ja, können. Schuldig, weil er falsch gewählt hatte. Das ist ja schon mal. Ja, mit den. Ja, der Saal hat es jetzt auch verstanden. Ich bin kein Heiliger, ich sehe nur so aus. Ich bin auch kein Priester, obwohl ich einer hätte werden können. Ich bin Küster. Küster sind Prälaten, die am Zölibat gescheitert sind. Küster sind Prälaten, die am Zölibat gescheitert sind. Was für ein aktueller Satz von einem Christen namens Norbert Blüm. Dieser Satz ist aktueller denn je. Und Norbert Blüm ist, ja, er hat Karnevalsgeschichte geschrieben. Er hat so viele Rollen ausgefüllt als Drehorgelsmann, als Straßenarbeiter auf der Bühne, nicht zuletzt in Aachen, wo er immer wirklich tollen Erfolg hatte. Hinter der Bühne muss er auch ganz schön kribbelig mal gewesen sein, kratzbürstig, denn er war so wie ein Künstler, er war irgendwie sehr sensibel. Als jetzt die Nachricht ging durchs Land und es in jeder Zeitung stand. Das ist die Rede von Blüm gewesen, als er Ordensritter wurde. Da heulten die Sirenen, in der Baracke flossen Tränen. Der Genscher, der seit 20 Jahren nur 3-4 Tage in Deutschland war, der sprach zu einem wüsten Scheich: Mach's gut, ich muss jetzt heim ins Reich. Der Bundestag hat über Nacht eine Sondersitzung gleichgemacht. Zu meiner Ehre, wie das so geht, sich die Diäten noch erhöht. Der Präsident im Hohen Haus rief jubelnd in die Welt hinaus: Jetzt sind wir endlich was geworden, der kleinste Kerl, der größte Adel. Norbert Blüm, ja, auch ein Fels in der AKV-Familie. Also ich glaube, der hätte auch als Büttenredner sonst noch Karriere machen können. Also hat er wirklich immer prima gemacht, ganz toll. Ein lebendes Denkmal. Man weiß ja nicht mehr genau, war es früher der Leonard Kahn oder war es nicht immer schon Dr. Dirk von Petzold? Das ist übrigens eine meiner ersten Karnevalserfahrungen. So als 14-, 15-Jähriger habe ich im Rhein-Maas-Karneval den Leonard Kahn gespielt. Ich musste dann als Leonard Kahn so über die Bühne gehen, wie das hier unnachahmlich Dirk von Petzold macht. Der arme
Gewässer baumeln an den Seiten herab, als hingen sie los wie in Scharnieren. Und was viele gar nicht wissen, ich weiß nicht, ob der jetzt bei den AKV-Veranstaltungen Geld bekommen hat, aber er ist ja auch sonst oft aufgetreten. Und er hat das ganze Geld, was er da, die ganzen Gagen, die er bekommen hat, hat er immer für soziale Zwecke gestiftet. Hochachtung, ganz toll. Ich habe eine Stunde vor der Veranstaltung in der Schminke im Stadttheater gesessen und habe die Metamorphose des Dirk von Petzold in den Leonard Cann durchgemacht, indem ich völlig entstellt wurde, mit einer Plastiknase, mit Altersflecken im Gesicht, mit weißen Haaren. Das ist ein Zeitpunkt jetzt, wo ich schon, wie meine Frau immer sagt, nicht mehr geschminkt werden musste. Da war ich alt genug. Das Jocke mit den Fäßchen, Ende Frau Zuck, sind längst schon zum Im Grunde genommen bin ich mit den Liedern aufgewachsen. Also, das ist sowas wie mit der Muttermilch eingesungen. Viele wollten fliehen. Und um ehrlich zu sein, wenn ich auf die Bühne ging und die ersten Töne ansang, hätte ich eigentlich gar nicht weiter singen brauchen, weil alle sangen dieses Lied. Kinder, wir Öscher, wir können Karneval das ganze Jahr haben. Wir können es. Ich bin wieder so in Stimmung, hoffentlich geht der Film noch lange weiter. Ich könnte den ganzen Tag noch schauen. Mein Freund Willibert Pauls, katholischer Diakon und Büttenclown, bekannt geworden im Kölner Karnevals als der Bergische Jung, hat immer gesagt, wenn der Mensch lacht, dann ist er frei wie ein Engel. Und ich werde nie meine liebe Mutter vergessen, die genau 3 Wochen vor ihrem Tod mir mit schon einer krakeligen Schrift, die hatte eigentlich eine sehr schöne Schrift, einen Brief geschrieben hat, der bestand aus nur wenigen Worten. Mein lieber junger Gisbert, lachen, lachen, lachen. Deine Mama.